Hallo und herzlich willkommen beim Kreisklassenspiel Rottach gegen Egling. Die Gäste in Schwarz-Gelb gingen als klarer Favorit ins Rennen. Sie sind Tabellenführer. Auf geht's! Nach 20 Minuten musste Rottachs Keeper Kilian Zimmer das erste Mal eingreifen. 5 Minuten später war Zimmer dann aber machtlos. Eglings Matthias Lappert steht nach einer Flanke goldrichtig und netzt zum 1:0 an. Dann eine Standardsituation für Rottach. Spielertrainer Franz Pfluger legt mit dem Kopf ab. Rückpass auf Sebastian Kölbel. Weit daneben. Und auch Florian Auts Schuss aus der zweiten Reihe geht weit am Tor vorbei. Chancen aus dem Spiel heraus bekommen die Zuschauer im ersten Durchgang so gut wie keine geboten. Bis kurz vorm Pausentee. Out steht nach Ablage Kölbel im 16er plötzlich völlig frei und kann in der 43. Minute den Ausgleichstreffer für die Hausherren markieren. Der Zeitpunkt für das 1:1 hätte aus Sicht der Rotterer natürlich kaum besser sein können. Kurz durchschnaufen und direkt rein in Hälfte 2, die deutlich mehr zu bieten hatte als die erste. Beispielgefällig: Freistoß für den Tabellenführer aus Egling. Pfosten! Abgewehrt, aber nicht weit genug. Wieder Pfosten! Riesendusel für Rottach, die in der 65. Spielminute auch mal wieder vor dem Gästetor auftauchen. Zunächst scheint der Ball aus der Gefahrenzone. Doch die Hausherren setzen nach. Überlegte Ablage auf dem blankstehenden Sebastian Kölbel. Ball fein mitgenommen und einfach mal draufgehalten. Plötzlich zappelt der Ball im Netz. 2:1 für Rottach. Bahnt sich hier eine kleine Sensation an? Eglings Spielertrainer Uwe Richthammer und seine Mannschaft müssen jetzt was tun, wenn sie nicht ohne Punkte die Heimreise antreten wollen. Rottach hat aber scheinbar immer noch nicht genug und spielt weiter munter mit. Ein weiteres Tor für die Birkenmoos-Elf würde wohl die Vorentscheidung bedeuten. Es entwickelt sich jetzt ein offener Schlagabtausch. Aber Rottach hält dagegen, wenn auch nicht immer mit fairen Mitteln. Völlig zu Recht gibt der Unparteiische dem Rottacher für das brutale Foulspiel die gelbe Karte. Wir befinden uns schon in der Schlussphase der Begegnung. Es läuft die 76. Minute. Großchance für Egling. Tobias Viking zieht ab. Das war knapp. Auf der anderen Seite kann Rottach alles klar machen. Perfektes Zuspiel auf Kilian Köbel, der aber kläglich scheitert. Und dann auch noch das. Der gerade eben verwarnte Leopold von Sigrin fault seinen Gegenspieler erneut und kassiert dafür die Ampelkarte. Damit ist Rottach nur noch zu zehnt. Egling wirft jetzt alles nach vorne. Flanke Richthammer. Aber der Schiedsrichter hat ein Foulspiel erkannt. Nur noch wenige Minuten zu spielen. Auch noch das. Der gerade eben eingewechselte Xaver Gröfer stolpert leichtsinnig den Ball. Zimmer bügelt den Fehler mit einer Glanzparade aus. Die Nachspielzeit läuft. Selbst Eglings Torwart Lindemeyer ist jetzt mit im gegnerischen 16er. Ecke. Abgewehrt. Möglichkeit für Rottach. Das Tor ist leer. Doch dem Rottacher Stürmer rutscht der Ball über den Schlappen. Weit daneben. Dann ist Schluss. Der Schiedsrichter beendet die Partie. Rottach darf den 2:1-Sieg bejubeln. Was sagen die beiden Spielertrainer zu der Begegnung? Herr Richthammer, kleine Sensation, Rottach gewinnt heute das Spiel daheim gegen Tabellenführer, gegen ihre Mannschaft. Ja, die haben es uns heute vorgemacht. Also die haben die Einstellung hat bei denen zu 100% gepasst. Bei uns war es natürlich mal wieder tagesformabhängig. Heute hat man wieder mal nicht so einen Tag erwischt. Eigentlich gut gestartet, mit 1:0 nach dem Einwurf in Führung gegangen. Dann vielleicht ein bisschen überraschend der Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit, ein offenes Spiel. Ja, die waren eigentlich immer am Drücker. Also das 1:1, das haben sie eigentlich reglich verdient, weil es läuferisch sehr stark waren, immer engagiert gespielt haben. Und ja, beim 1:1 stehen wir hinten nicht gut, immer von den Männern ein bisschen zu weit weg. Und beim 2:1, mein, das war so ein Sonntagsschuss, sage ich jetzt mal, aber hätten wir auch früher geklären müssen. Herr Pfluger, kleiner Sensationssieg heute zu Hause gegen Tabellenführer. Was ist das erste Fazit nach dem Spiel? Ja, das erste Fazit ist, man hat über 90 Minuten auch den Kampf angenommen und das war halt ganz wichtig, dass man da ein Spiel gefunden hat. Man hat wie immer ein paar Fehlpässe drin gehabt, die Unsicherheiten. Die sind Gott sei Dank jetzt in Tore umgewandelt worden. Das eine, das 1:0 für die Eglinger, das war ja, eine weite Flanke. Sowas kann man einfach mal kriegen. Und das ist auch, wir haben Moral bewiesen, wir haben weiterkämpft, wir haben vor der Halbzeit das wichtige 1:1 gemacht. Und ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit schon um einiges mehr an Spielanteile gehabt haben. Und dass das dann auch verdient ist, dass wir 2:1 gewonnen haben.